Prinz Harry, König Charles hat ihn über Camilla zu schreiben. ExpertInnen gehen davon aus, dass Prinz Harry, 38, in seinen Memoiren spare vor allem gegen seinen Bruder Prinz William, 40, schießen wird. Charles kommt besser davon, als ich erwartet hatte, aber es ist besonders hart für William. Und sogar Kate bekommt ein bisschen Breitseite, verrät eine Quelle gegenüber Sunday Times. Dennoch sollte der Herzog von Sussex, wenn es nach König Charles, 74, geht, eine Person lieber außen vor lassen, Königin Camilla, 75. Lange wurde angenommen, dass Prinz Harry seine Stiefmutter in seinem Enthüllungsbuch angreifen werde. Royal-Expertin Tina Brown schrieb in ihrem Buch The Palace Papers, Die Windsors, die Macht und die Wahrheit im vergangenen Jahr, dass der 38-jährige Camilla nicht ausstehen könne. Er wird es auf Charles und Camilla abgesehen haben und vielleicht auf William, hieß es weiter. Eine Attacke auf seine Stiefmutter sollte sich Harry besser gut überlegt haben. Wie Autor Phil Dampier nun betont, denn damit riskiere der Royal ein endgültiges Zerwürfnis mit seinem Vater. König Charles täte zwar einiges, um die Beziehung zu seinem Zweitgeborenen aufrecht zu erhalten. Doch es gäbe eine klare Grenze. König Charles würde Harry so ziemlich alles verzeihen, außer Camilla durch den Dreck zu ziehen, sagt Dampier gegenüber Express und fügt hinzu, wenn Harrys Schilderung über die Scheidung seiner Eltern zu kritisch gegenüber Camilla ist oder Charles zu viel Schuld zuschiebt. Während er seine Mutter als Heilige darstellt, wird das der Punkt sein, an dem es kein Zurück mehr gibt. Dann könnte der Monarch sogar mit dem Gedanken spielen, Harry und Meghan die Titel zu entziehen, wovon er bisher abgesehen hat. Indes wurden am Montag, 2. Januar 2022, bereits zwei Trailer von verschiedenen Interviews veröffentlicht, in denen Harry sein Buch bewirbt. Während er in dem US-amerikanischen Nachrichtenmagazin 60 Minutes mit Anderson Cooper noch einmal darauf eingeht, wie sehr der Buckingham Palace die Geschichten kontrolliert, zeigt er sich im Interview mit dem britischen Journalisten Tom Bradby verletzlicher. In dem 24-sekündigen Trailer sagt der Herzog von Sussex, dass er sich eine Familie und keine Institution gewünscht habe. Außerdem habe die Royal Family keine Bereitschaft zur Versöhnung gezeigt, sagt Harry und fügt nachdenklich hinzu, ich hätte gern meinen Vater zurück. Ich hätte gern meinen Bruder zurück. Worte, die aufhorchen lassen. Neben der gewohnten Kritik klingen seine Worte schließlich versöhnlich. Dass Prinz Harry in seinen Memoiren auf die familiären Verhältnisse eingeht, steht außer Frage. Doch auf welche Weise und ob er auch Camilla ins Fadenkreuz nimmt, bleibt abzuwarten. Verwendete Quellen: TTMS.co.uk, Express.co.uk, YouTube.com.